Hallo und herzlich willkommen zurück auf Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir sind in der letzten Folge bei Colony 6, welche sich dort oben befindet, angekommen. Müssen aber jetzt in die Stadt vordringen, welche wahrscheinlich belagert ist von Mekon. Also wollen wir hier unten über das Rohr dort hinten in der Wand, Abwassersystem der Minen, wollen wir vorrücken, um uns unbemerkt durch die Stadt fortzubewegen. Und nebenbei brutale Pheromone. Jagt sich selbst. Dass ich Schild bei den Autoangriffen mich automatisch dreht, finde ich doof. Also wenn ich mich jetzt so hin. Ah doch, super. Na wie auch. Zack, 2-9. Und hier sollten wir wahrscheinlich lieber nicht runterspringen. Auch wenn dort unten Wasser ist, aber es wird sehr tief nach unten gehen. Und was hat die Höhe? 10 oder 15 Meter, wenn da eine Wassermelone aufs Wasser fällt, zerplatzt sie einfach. Schön 150 Zusatzschaden. Dann holen wir uns hier hinten die, was war's, Windkristalle? Das ist aber eine etwas kleinere Ader. Ja, Wind. Oh, große Windkristalle. Und das Vieh. Ah ne. Ist ein normaler Himmelsvogel. So, von der Seite rein. Und dann ist er weg. Okay, das greift uns nicht mal an, obwohl das müsste. War ja nicht ein Item? Ah. Oder ist das Item nur nachts hier? Juro-Exe. Können wir uns die Zeit wieder vorstellen. Und Scharrecken ist wieder. Na toll. Aber das macht uns nichts. Denn wir sind wetterfest. Wir rüsten einfach ein Wasserabwehrkristall aus und dann der Regen uns nichts mehr anhaben. Donnernebula. Level 20. Man kann es ja mal probieren. So, langsam, langsam hat er glaube ich wieder standen. Und da stand jetzt gerade immun, weil der Gegner ist umgeworfen, die Vorstufe davon ist schwanken, also kann ich ihn im umgeworfenen Zustand nicht wieder ins Schwanken bringen. Ah, der Kampf geht doch schon ganz easy. Alright, nicht runterrutschen. Ah, Vollstoß ist also
Ich frag mich, wie das Finale bei Pokémon. Kurz bevor er stirbt, haut er nochmal ordentlich Schaden rein. Die Ecke sieht interessant aus. Aber hier ist nichts. Vielleicht später. Okay, Glückszahl. Ich doch gleich mal nachgucken, was sie macht. Ich weiß noch nicht, wo ich Trophäen sehen kann. Ah, hier. Na komm, wo ist es? Glückszahl. Da. Schöne Anspielung an Final Fantasy. Unheiliger Schaden, klar, 666, Zeit des Teufels. Ups. Und Glückszahl mit einem Angriff exakt 777 Schaden erzielt. Ich hab natürlich auch 66 und 77 Punkte. Und die sind sogar schwer. Ja, man kann es halt nur zu einer gewissen Phase im Spiel erreichen. Weil wenn man später so stark ist, dass allein der Minimalschaden der Waffe sich auf, sag ich mal, 667 bezieht, dann ist es schon nur möglich, 666 Schaden zu machen. Wenn man ja definitiv mehr Schaden macht. Oh, come on. Oh, come on. That's not fair. Ooh, we got all three of us. We can definitely do this. Oh, so bad we can't even get it. Hey, kick's gut gestoßen. Ja. Bei der Kiste muss ich jetzt gleich aufpassen, dass ich da nicht runterlaufe. Also sonst fallen wir da runter, wo wir schon waren. Da will ich nicht hin. Aber dich würde ich gerne platt machen. We can't lose! Don't let a single one escape! I hate these things! Behold the power of the Monado! Eat this! Now it's right time! Uh-oh. Yeah, I'm turning up the heat! Don't give him an inch! Alright, I'm feeling it! Los, komm auf die andere Seite hier! Powering up! We can definitely do this! Ich würde gerne von hinten angreifen. So, ich komme nicht mal an die Seite ran. Doch, hier. Und das explodiert. Das Problem ist, ich glaube, die... Nee, das hat nicht mal eine Kiste hinterlassen. Ich müsste es wahrscheinlich schneller töten, als ich es aktuell kann. Die Abwasseröffnung. Da sind wir doch schon. Jetzt sind wir im Abwassertunnel. Ein Täuscher. Und solange keine Meckern hier sind, geht das auch ganz schnell hier mit den Kämpfen. Oder relativ schnell. Ich möchte aber eigentlich mal wissen,
Weil hier steht ja zum Beispiel, die Dampframme hat eine Stärke von 239. Ist das denn auch für Autoangriff oder nur für die Fähigkeiten oder? Legerstulpen. Und Ätherabwehr um 9 erhöhen. Damit sind die jetzt besser als die, die er vorher hatte. Legerstulpen sind aber schon ausgerüstet. Also wirklich gute Rüstung kriegen wir noch nicht. Zauberung für Bonusschaden. Das glaube ich die 230 sind, die da jedes Mal mit aufschreiben. Und da natürlich gegen die Kanäle eingesetzt werden. Das war das einfach nur, wenn ich da dieses mittlere Feld auswähle. Ein Schwankfleder. Soll ich mal 3000 Schaden drauf? Oh Gott, komm ich ran, weil ich nicht auf der gleichen Höhe stehen. Der Metalllaufton hat sich seit dem ersten Teil auch nie verändert. Oder zumindest vom ersten auf den zweiten hat er sich nicht verändert. Fußwurz. Warte mal, hätten wir einen. Nee, so hätte man nicht woher kommt. Okay. Ich würde nur wissen, ob ich den richtigen Weg oder den umständlichen Weg gegangen bin. Und hier ist die Noppern AG. So, verkaufen wir mal. Schnellverkauf besagt einfach nur, ich verkaufe alles das, was gerade nicht ausgerüstet ist. Und die ausgerüsteten Juwelen werden ja eh dann ausgebaut. Ja, die haben wir hier in der Extra-Kategorie. Hier die Kristalle will ich nicht verkaufen, davon eigentlich auch nichts. Wir sammeln unser Geld halt über Überrüstung. So, und hier haben wir jetzt das, was wir gesucht haben. Bücher, das ist wichtig. Kann Capone bald wiederkommen. Genau. Ausrüstung, Techniken. Schild bräuchte für leichte Heilung. Ryan bräuchte für Kriegsschwung. Und sie doch gar nicht, okay. Also leichte Heilung und Kriegsschwung. Ja. Da ist schon mal leichte Heilung, hätte ich gern einmal. Aber Kriegsschwung haben sie nicht.
Na gut. Nicht Ausrüstung. Techniken. Neue Technikbücher haben höhere Technikstufen ermöglicht. Ja, da ist jetzt gleich freigeschalten. Aber ich würde gerne erstmal hier Verzauberung auf Maximalstufe bringen. Aber jetzt wissen wir, hier kriegen wir ein paar Bücher her. Das müssen wir uns merken. Guys, kill the noise. A Macon. I can't believe they've taken the mine too. That means the defense force and residents are. Oh no, Juju! Keep it together, Sharla. Don't stop panicking now. Rein! You said yourself, they can't have seized the entire area, right? I bet you they're holed up someplace safe. Juju is alive, and we're gonna find him. That's why we're here. You can count on us. Yeah, yes. It'll be fine. Rein. Schulk. Thank you. Wir helfen doch immer gerne. Dafür sind wir ja schließlich hier. Ah, Feuerkristall. Nee, Erd. Feuer ist doch wahrscheinlich richtig rot. Ah, der geht jetzt andere holen. Nöt. Dann kommt her. Wir sind eh stärker als ihr. Scheiße, Unterstützungsgruppe. Moment, hier ist was zum Abbauen. Okay, Spring bringt nichts. Das hier ist Feueräther. Können wir sogar dreimal. Soll jetzt da runterspringen? Hier ist ein Verbindungsgang. Bonusschaden. Das gute Materie-Krabbel. Let's go!
Kleiner da hinten macht doch mal was. Und das sind Stufe 21. Aber Charla noch nicht. Das heißt, da kümmern wir uns jetzt gleich mal drum. Okay, wir brauchen wir nicht für das Team. Wir haben eine Schmetterklinge noch drauf, das hätte ich. Okay, let's get going. Ganz ehrlich. Ich meine, ich hoffe, den ein oder anderen Kampf einfach damit wir Charla noch auf Level 21 bringen. Los, komm ran. Aua. Irgendwas anfällt. Boah, 400 Schaden zu heilen ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Ja, ist früh. So. Da ist er auch aufgestiegen. Ich habe da irgendeine Waffe für Charla bekommen. Chromflinte. Ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Nein. Nehme ich aber lieber das Schleichgewehr. Testbohrungsgrube 3. Ha, das siehst du doch. Aber nichts fertig. Wollen wir jetzt wahrscheinlich so viel suchen. Und einfach in Gebieten grinden, damit man alles findet. An Aether Rifle. Gaddo! Charla, wait! I know that voice. Medic, is that you? Atharon! That's our cue, Ryan. Oh, yeah. Yeah. So, und damit haben wir jetzt einen Gast. Beschützt ihn! Alle vier erwischt. Ich würde einfach mal sagen,
Kettenangriff. So, erstmal selber heilen, ohne angegriffen werden zu können. Damit treffen wir auch mehrere. Und du bist noch auf das fliegende Vieh. Vier Treffer bei Fluggegnern. So, ab auf den nächsten Gegner. Wäre es nur ein Schmetterschlag? Ah, mehr Döpfchen. Und fertig sind. Medic, why are you here? Sir, isn't Gaddo with you? We have much to discuss. You'd better come with me. Sir. Komm, wir gehen hier in die eingestürzte Ecke. Zumindest sah es so aus. So, Juju has been taken by the bronze-faced one. Sir, what about Gaddo? Gaddo is gone. Ganz schlecht. Gone? What do you mean, gone? Gaddo and I planned a surprise attack to set everyone free. But we failed miserably. When I woke, Gaddo was nowhere to be seen. Nur sein Äthergewehr. Only his rifle remained. But he is alive. I can feel it. We may not be joined by blood, but he's like a son to me. I'd know if he were dead. Oh. Some of the people in Colony 9 got eaten. Ryan! Sorry. I forget I said that. They don't kill Homs right away. If that bronze-faced one took him, we still have some time left. Are you sure? Boy, that blade was once Dunban's. I'm not sure why you have it, but we're going to need its full power. You can count on me. We're heading for the central pit. It's where they take all the Homs they kidnap. If Juju's alive, that's where he'll be. Gather your things, we're moving out. Say something, Shulk. No, no. It's nothing. Forget it. Das muss Shulk noch lernen. Wenn etwas sieht, sollte es den anderen sagen. Finde ich. Damit sind wir in der Minenbasis. Und hier gibt's noch irgendwo ein... Hier. Oh, zwischen den beiden muss es richtig gut laufen. Fast schon Liebe. Naja. Aber ich würde sagen, wir haben gute Fortschritte gemacht.
In der nächsten Folge werden wir uns dann auf die Suche nach Juju und Geralt machen. Aber fürs Erste bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge. Tschüss.